Was in der letzten Folge geschah? Na dann, Falk. Nachdem wir jetzt basically nichts als Herausforderung hatten, bin ich gespannt, was du uns entgegenwirfst. Was er basically sagt, ist, hey, ich bin Narzisst und wenn du Elektro-Pokémon hast, dann hast du einfach das Spiel. Ja, dann finden wir das mal heraus, ne? Artisan Wellington, Tauboga. Okay, das ist zumindest ziemlich detailgetreu gerade, dein Level 9 Tauboga. So, jetzt bin ich gespannt, was ist dein nächstes Pokémon? Der kleine Piepmatz da, der war jetzt keine Herausforderung. Seemops. Huh. Okay. Und damit haben wir den Kill an Seemops. Okay. Jetzt zeig mir dein Boss-Pokémon. Habe ich überlevelt oder nicht? Habe ich mich falsch erinnert? Es ist Level 13. Oh, ich bin genau in der Levelgrenze. Los, critte. Jawohl, da ist der Crit. Lanzerbär, um zu drängeln. Ha? Huh? Was bedeutet das? Okay. Danke. Danke, Falk. Danke. Damit hast du mir das Game geschenkt. Sonst hätte ich höchstwahrscheinlich Rayan sogar verloren, wie ich meine RNG kenne. Lange nicht gesehen, Phantas. Professor Lind hat mich darum gebeten, hier auf dich zu warten. Er hatte eine Bitte an dich. Und zwar hat er gerne, dass du dieses Pokémon-Ei trainierst. Nicht mal ausbrüten, er will, dass ich es trainiere. Bam, 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 bam. Nidoran weiblich. Okay, sage ich nicht nein zu. Ich habe auch schon direkt den besten Namen für dich. Weil ich habe ja gesagt, ich bereue es, dass ich den Namen Bay schon rausgegeben habe. Und naja, glücklicherweise gibt es noch einen Alternativnamen für Bay. Und das ist insbesondere sehr passend zu diesem kleinen Naga. Der Name Hakotaro. Das ist nämlich der Spitzname für Hamster Bay. Und na komm, das passt doch perfekt. Und wir können ab sofort Incognito fangen. Stattdessen, oh, ein Seemops. Da sage ich nicht nein zu, bin ich ehrlich. Und Seemops, ich habe auch direkt den Namen, den ich dir geben will. Applaus. Möchtest du einen Seemon ein... Seemon, ja, Seemon. Du bist... Bao. Warum Bao? Es gibt eine VTuberin, die heißt Bao. Und an die musste ich gerade denken, als ich Seemops gesehen habe. Und deshalb, ja. Und nun zur heutigen Folge. Willkommen zurück, meine verehrten Pokémon-Trainer. Ich begrüße euch zur neuen Part vom Pokémon Soul Silver Nuzlocke Challenge. Und heute, ja, machen wir die Route 32 fertig, würde ich sagen, nachdem wir sie gerade erst angefangen hatten im vorherigen Part. Und das Wing genau hatte mir ja wirklich einen Jumpscare eingejagt. Und ich hoffe, dass das nicht nochmal der Fall sein wird. Für Bao wird das auf jeden Fall ein sehr gutes Training. Und da liegt ein Item. Ist es ein Brief oder ist es keiner? Ich wurde schon darauf hingewiesen, dass meine Brief-Reacts doch relativ Comedy sind. Und ich meine, ich sehe das voll und ganz ein. Immerhin ist das echt keine schöne Sache. Ich bin langsamer als das freaking Baldurfish. Du hast Stachler. Und du hast Temposchub. Ey, dieses Baldurfish, das ist ziemlich competitive. Was ist los mit dir? Labrusbeere, okay. Labrusbeere, war die was wert oder nicht? Stärkt ist Freundschaft, verringert aber seinen Spätzwert wert. Nee, muss nicht sein. Oh, hier ist die Telefontroller. Wenn ich sie sage und dann hat sie... Was, wie, ein Kampf? Hm, eigentlich telefoniere ich gerade. Na gut, ausnahmsweise. Oh, Stacy, hast du das gehört mit dem Mark? Oh, ja, natürlich. Oh, sie heißt Rachel und ihr seht deinen Zwerglook. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder damit rechnen, dass sie Abgangsbund hat. Das könnte gefährlich werden. Pulverschnee hat einen höheren Wert, glaube ich. Das heißt, wir gehen für Pulverschnee. Ich mache aber wahrscheinlich nicht viel, einen kleinen Strich, oder? Na gut. Nachtnebel, das macht genau 8 Schaden. Für die Leute, die nicht wissen, wie Nachtnebel funktioniert, das ist ein Angriff, bei dem das Level als Damage gerechnet wird. Selbiges gilt auch für den Angriff Geowurf, falls ihr den nicht kennt. Oder falls ihr ihn kennt und nie wusstet, warum der so cool sein soll oder ähnliches. Tatsächlich sind die Angriffe sehr wichtig für Competitive. Es gibt nämlich Pokémon, die gezielt mit den Angriffen halt Schaden austeilen, weil sie sonst keinen Damage wirklich besitzen. Zwirklub ist ein gutes Beispiel dafür. Du willst mich gerade ein bisschen veräppeln, oder? Warte, 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 warte.
Warte. Ich bin schneller als du, das heißt, ich mach Zugabe. Und du machst garantiert jetzt nochmal Klammergriff. Gut. Hätte er nämlich Nachtnebel gemacht, hätte das mit dem Bau jetzt kosten können. Und da gehe ich mal mit einem unserer beiden verbliebenen Tränke, um Bau zu heilen. Weil wir können nämlich jetzt nicht auswechseln. Und ich will garantiert nicht mein Wasser-Pokémon verlieren. Vor allen Dingen, weil Seemops auch nicht verkehrt ist. Ist zwar jetzt aus der Competitive-Sicht nicht so wahnsinnig gut, aber aus einer spielerischen Sicht sehr, sehr, sehr cool. Weil es mit Wasser-Eis ein gutes Durchspiel-Typing hat. Wasser und Eis sind halt zwei Typen, die man jederzeit in irgendeinem Pokémon-Game gebrauchen kann. Und es ist halt auch relativ tanky. Also ihr seht es ja selber, es hat 30 KP. Meine anderen Pokémon sind teilweise mit Level 12 und 14 gerade so über die 30. Und der nächste Pulverschnee müsste das Finale sein. Bitte lass kein Mineral sein. Gut, sehr schön. Sehr schön. Das war klug. Das war auch wieder so ein kleiner Albtraum. Und das ist ein saftiges Level-Up. Das hast du dir verdient, Bau. Absolut. Und sogar noch eins hinterher. Oh, wundervoll. Das ist übrigens auch, was das Balancing von Nuzlocke angeht, sehr schwer zu kalkulieren. Was die Pokémon von den Trainern halt für XP geben. Die könnten natürlich alle 100 mal Sonnenkern haben. Und dann kriegt man gar nichts. Wir könnten aber 100 mal Chenera haben und dann ist das Team Level 100, bevor man überhaupt einmal mit den Augen gezwinkert hat. Okay, mein Ziel ist erstmal, das Pokémon Center zu erreichen da unten. Und ich renne natürlich direkt in den Trainerkampf rein. Okay, dieser Blick, wie faszinierend. Bam, 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 bam. Jungblut von Ghostwriter Daniel. Ich würde sehr gerne drin bleiben mit Bau, aber du könntest bereits Doppelkick besitzen, da bin ich mir nicht sicher. Deshalb gehe ich stattdessen in HK. HK kann ich mit Schnabel nämlich auch garantiert effektiv treffen und wird nur teilgetroffen von Doppelkick, falls du es besitzt. Normalerweise war es in der dritten Generation so, dass Jungblut, also Klemmli zu Jungblut, das nur mit der Entwicklung zu Jungblut erlernt. Aber man weiß nie, was Game Freak sich dabei denkt, Pokémon Level 1er Moves zu geben. Oder Early Moves. Das war enttäuschend, das war in der Tat enttäuschend. Aber hey, so ist das Leben manchmal. Bam, 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 bam. Noctuo. Oh. Noctuo ist auch so ein Pokémon, das super verschwendetes Potenzial hat wegen seinen Stats. Okay, ich brauche erstmal nichts zu bekämpfen. Ich kann eigentlich erstmal die ganze Zeit fliehen. Das Item hole ich mir auch erstmal. Und ja, wir werden wahrscheinlich noch einige Random Encounter treffen. Lamus! Oh, ich hätte so gern Lamus! Lamus ist eins der besten Wasser-Pokémon, no joke. Also no joke, die man bis zur sechsten Generation spielen konnte. Ein weiteren Glücksrauch, wow. Okay, gut. Dann lege ich Bay jetzt noch einen Glücksrauch an. So. Und weiter geht's. Natürlich kommt sofort wieder ein Encounter. Ich liebe es. Nidoran weiblich haben wir schon. Ich freue mich schon auf die kleine Brücke, den Laufsteg da drüben. Weil da kommt dann gleich ein großer Encounter-Wahnsinn auf uns zu mit den Gegnern. Ah, oh, da liegt auch noch ein Item. Rein da. Ah, ich provoziere aber auch die wilden Encounter gerade wie ein Irrer. Noch ein Noctuo. Ich hoffe ja darauf, dass wir irgendwann mal ein Shiny bekommen. Dann hätten wir ja zumindest etwas von den wilden Encountern, aber ey. Gott, als ich vorhin trainieren war, da bin ich teilweise 4 Runden im Kreis gelaufen und da ist kein Encounter gekommen. Und hier natürlich, kaum bin ich wieder in der Aufnahme. Was passiert? Ein Encounter nach einem. Eises Kälte. Das ist ein wilder Angriff, den ich da gefunden habe. Damit kann ich Götter töten und das meine ich nicht mal als Joke. Uiuiuiuiuiui. Oh, Luxtra. Das wäre auch cool. Luxtra ist aber auch so ein Durchspiel-Pokémon. Das funktioniert nur beim Durchspielen. Und wenn man es richtig einsetzen will, fast unmöglich zu verwenden. Gegen dich kämpfe ich noch. Und dann gehen wir ins Pokémon-Sender da unten. Bam, 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 badadadam. Champion Scarlet setzt Kaputops ein.
Kabutops ist okay. Hat mich durch meine allererste Nuzlocke, die ich hier gespielt habe, gecarried. Muss ich gestehen. Das war nämlich Pokémon Gelb. Ich hatte 8 Anläufe gebraucht, bis ich durchgespielt habe. Und das lag nur daran, weil ich Kabutops als Starter bekommen habe. Und weil ich später... Nee, nicht als Starter. Oder? Ich weiß gerade nicht mehr, ob ich es als Starter bekommen hatte oder als Encounter. So oder so. Ich hatte später in einem Pokémon-Markt, wo man ja das Kappador bekommt normalerweise für 500 Pokédollar, hatte ich noch einen Kabutops. Und die beiden habe ich dann als 2 verschiedene Rollen in mein Team aufnehmen müssen, weil alles vorher von Rocco besiegt wurde. Er hatte alle meine Pokémon besiegt. Und ja, ich hatte nur noch 2 Kabutops. Und die beiden Kabutops waren der Grund, weshalb ich den Run dann schlussendlich beenden konnte. Weil sie der Konter in Anführungsstrichen gegen Arctos waren. Und Arctos war der absolute Albtraum gegen mich. Ja, du dachtest, du könntest gewinnen? Ich meine, wenn es die erste Generation wäre vielleicht. Okay, was hast du Schönes? Wie wäre es mit einer schmackhaften und nahrhaften Fleckmon-Route? Für dich jetzt nur 1 Million Pokédollar, na, wie sieht's aus? Na klar, her damit. Pah, dein Geld reicht nicht. Und ich dachte, die Kinder von heute wären stinkreich. Na, aber sicher sind sie das. Wer bist du denn? Ist das etwa die Frieda? Juhu, es ist Freitag. Ich bin Frieda vom Freitag, schön dich kennenzulernen. Hier, einmal Giftstich für dich. Falls ihr nicht wisst, was es mit der Person auf sich hat, es gibt 7 Personen und die findest du an unterschiedlichen Orten innerhalb von Johto und ich glaube auch Kanto, bin ich mir gerade nicht so sicher. Und diese geben dir abhängig vom Tag ein Item, ein Trage-Item wie den Granitstein, Holzkohle, Giftstich und so weiter, womit du den Angriff von speziellen Pokémon-Typen erhöhen kannst. Gibt es ein Pokémon, das über Giftattacken verfügt? Oh ja, das Ding haut richtig rein. Du wirst dich wundern, wie effektiv deine Giftattacken werden. Dafür müsste ich mehr Giftangriffe außer Giftstachel spielen und glaub mir, das will man nicht. Also, ich will kein Giftstachel spielen, das meine ich. Aber es ist gerade meine einzige Möglichkeit, einen Giftangriff einzusetzen. Das ist so ein Last Resort Move, einfach nur weil er sehr schlecht ist und ich den garantiert nicht richtig verwenden möchte. Aber hey, kann man machen, nix, muss man gucken zu. Warte. Nochmal zurück. Kommando zurück. Du da. Das hier ist ein beliebter Angelplatz. Sieh dir nur an, wie viele Leute hier am Angeln sind. Kriegst du dann hier auch Lust auf, mal die Angelroute auszuwerfen? Ich kann dir eine Angel geben, wenn du magst. Also, wie sieht's aus? Leute, wisst ihr, was das bedeutet, wenn man in einem Pokémon-Spiel eine Angel bekommt? Um zu angeln, musst du zuallererst deine Route auswerfen. Ist das geschehen, solltest du deinen Blick auf das Wasser konzentrieren. Sobald dein Pokémon anbeißt, wird dir ein Ausrufezeichen-Symbol angezeigt. Nun musst du blitzschnell den A-Knopf drücken und an der Angel ziehen. Der Rest erklärt sich von selbst. Probier's doch einfach mal aus. Du kannst deine Angel überall dort zurückziehen, wo es Wasser gibt. Wie zum Beispiel am Meer oder an Flüssen. Ach ja. Ja. Ich liebe Angeln im Pokémon. Aus dem einfachen Grund, da die für Nuzlocke-Challenges unabdingbar gut und wichtig sind. Jetzt habe ich nochmal geheilt. Okay, während des Heilen erkläre ich euch wieso. Es gibt Gebiete, Städte hauptsächlich, in denen man keine Encounter normalerweise hat. Aber man hat Pfützen oder Meer oder ähnliches. Und was kann man dann ganz zufälligerweise tun? Richtig. Entweder surfen oder angeln. Und da man Angel sehr, sehr früh in den meisten Spielen bekommt, ist das natürlich die Go-To-Variante, um sich aus den ersten paar Städten 1 oder 2 Pokémon zu ergaunern. Das heißt, wir haben jetzt noch 2 weitere Encounter, die ich mir mitnehmen kann, nämlich Rosalstadt und Viola City. Ja, da freue ich mich drauf. Und falls ihr jetzt fragt, hä, Viola City, hatten wir denn den Knofensa-Turm? Das ist ein separates Gebiet. Okay, anyway. Genug geschwafelt, wir machen weiter. Also ich hole die Encounter nicht jetzt. Ich will mir die mal vormerken für die Zukunft, wenn wir wieder zurückkommen. Einfach nur, um es ein bisschen spannend zu halten. Aber ihr wisst Bescheid. Okay, du bist ein Vogelfänger. Wow, dieser Orden. Er ist aus Viola City. Du hast Falk besiegt. Das ist korrekt. Weiß ihr unter... Oh mein Gott, wir müssen gleich jemanden zur Trümmerer beibringen. Schalelos. Ich hätte auch gern Schalelos, aber ich habe einen Seemops. Damit bin ich zufrieden. Bam, bam, bam. Wir gehen in Rayan. Ich glaube... Mein nächster Gegner hat Level 16 als das Max-Level.
Das heißt, ich mache mir da jetzt ein bisschen Gedanken, dass ich vielleicht zu sehr drüber ziehen sollte, aber ich glaube, ich bin fein. Selbst wenn ich jetzt noch alle Trainer mitnehme. Vor allen Dingen, weil ja auch noch viel zu Bao geht. Ich sollte vielleicht auch auf Karate-Schlag gehen. Sorry. Gerade ein paar Stöße. Ich habe vorhin nämlich ein Bierchen getrunken und deshalb ist natürlich da die Kohlensäure und die Gärung schön am Arbeiten. Vier Nontor. Auch so ein Pokémon, das erst mit seiner Mega-Entwicklung irgendeine Form von Nutzen hatte. Und der Nutzen von der Mega-Entwicklung, haltet euch fest, ist, man explodiert es. Ja, das ist die Rolle von Phenontor Mega. Es hat nämlich eine sehr, sehr starke Explosion. Yo, Mate. Übertreib. Übertreib. Okay, Rayquaza. Okay. Ich müsste dich one-shotten können, im besten aller Fälle. Ich hoffe einfach mal, dass du nicht zu viel Schaden machst. Okay, das sieht gut aus. Grimasse kannst du sehr gerne gegen ein Pokémon, was deutlich langsamer ist als du, einsetzen. Das ist nämlich ein Verschwender dazu. Pulverschnee, im besten aller Fälle, weil es vierfach effektiv ist und Stab, müsste dich one-shotten. Reicht nicht. Das zeigt einfach mal wieder, dass Legendaries halt doch eine ganz andere Kategorie sind. Okay, aber es ist jetzt garantiert down. Ach, immer wenn ich so ein großes Legendary wie Rayquaza, Palkia und so weiter sehe, dann rutscht mir so für eine Sekunde das Herz in die Hose. Weil das so die richtigen Run-Ender sind. Wenn man nicht richtig vorbereitet ist auf die. Und das kann halt vor allen Dingen zu Beginn des Spiels so einfach passieren. Und das will ich natürlich dann gar nicht. Okay. Hier links ist der Felstunnel. Oh, nee, Einheitstunnel. Sorry, nicht Felstunnel, Einheitstunnel. Und wir haben aber oben noch eine ganze Lawine an richtigen Trainerkämpfen, die wir absolvieren wollen. Und besonders vor der Gruppe fürchte ich mich jetzt. Hier kommen nämlich tausende Angler hintereinander. Und der Typ mit seinen 5 Kappadors. Naja. Stolos. Okay, dagegen sind wir ganz gut dabei. Ich mag Stolos sehr. Aber leider ist es gar nicht mal so nützlich. Und Naquaknarre dürfte dich eventuell sogar one-shotten. Yes. Oh, es war ein Volltreffer. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das gemattert hat. Stolos ist nämlich richtiges Papier, wenn es um alles was. Oh, Frostbeule. Ja, ist okay. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit statt Heuler. Ich habe Pokémon, die den Angriff reduzieren können, dann brauchst du das nicht. Bing. Oh, 2 Level Up für Bau. Wow, 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 wow. Ja, Level Curve. Sehr schwer hier. Sehr schwer einzuhalten. Nein, 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 nein. Ich brauche deine Nummer nicht, vergiss es. Meine eigenen Kinder wollen mir auch nicht ihre Nummer geben. Weißt du was? Einfach nur für die Aussage, nehme ich deine Nummer aus Pity an. Ei, du tust mir leid. Wenn nicht mal deine eigenen Kinder deine Nummer haben wollen. Oh mein Gott. Naja, okay, sorry. Die eine Nummer habe ich von einem Typen, der mir leid tat. Jacqueline hat ein Lombrero als erstes. Okay, es ist Level 5, das heißt, ich mache mir keine Gedanken. Wenn es höher wäre, hätte ich sofort ausgewechselt. Aber Level 5 ist nicht zu gefährlich, selbst wenn es effektiv hittet. Es macht wahrscheinlich so 5-6 Schaden mit einem Absorber. Ja, 6 Schaden. Mensch, ich bin nicht schlecht im Schätzen, muss ich gestehen. Ah, da ist das Gift, sehr schön. Das heißt, wir dürften es selbst über einen Absorber hinaus töten können. Absorber, wenn es nochmal 6 Schaden macht, gibt 3. Okay, es reicht nicht ganz zum Töten. Das müsste jetzt auch ungefähr 3 Schaden machen. Nicht mal 2 Schaden wahrscheinlich. Okay, das ist auf jeden Fall gone. Jo, das war Lombrero. Dann haben wir Snobilikat. Snobilikat, da kann ich auch noch drin bleiben. Nevermind, da bleibe ich nicht drin. Da gehe ich in Rayan. Level 15 ist ein bisschen zu hoch. Da gehe ich kein Risiko ein.
Oh, ich bin froh, dass du gerade früher daneben ging. Das hätte sehr schief gehen können. Bis? Du weißt schon, dass das ein Kampf-Pokémon ist, gegen das du kämpfst, oder? Unlicht ist auf. Kampf nicht effektiv. Bis war in der ersten Generation übrigens ein Normalangriff. Was nachvollziehbar ist, da in der ersten Generation der Unlichttyp noch nicht existiert hat. Sehr schön. Das hätte auch sehr schief gehen können. Kratzfurie Crit hätte meinen Raihan kosten können. Uiuiui, so viele Faktoren wieder, die mich killen. Teddy Ursa ist ein geschenkter One-Shot. Vor allem, weil es Level 5 ist. Ich hätte auch gerne mal einen Run, in dem ich einen Teddy Ursa gut verwenden kann. Ich glaube, als ich meinen Kristallrun damals gemacht habe, hatte ich eins, aber es ist draufgegangen. Und Endivir, ja gut. Noch ein bisschen Gemüse zum Knabbern. Machen wir noch einen Karateschlag, weg damit. Und tschüss. Und ein Unnecessary Crit. Bababam, Platsch. Meine Words exact. Und weil ich mich abenteuerlich fühle, gehen wir noch in den letzten Kampf. Ohne, dass ich mich heile. Boss Mark, was hast du? Pampyro? Okay, ist Level 8. Auch wieder, wenn es höher wäre, hätte ich ein bisschen mehr Angst. Aber Level 8 dürfte machbar sein. Silberblick. Du müsstest Glut beherrschen, aber da ist mir Silberblick ja egal. Kratzer selber dürfte nicht so viel machen. Das ist viel Schaden. Das ist sehr viel mehr Schaden, als ich gedacht hätte. Aber hey, Bay hat den Kill am Pampyro geholt. Hätte auch gerne ein Pampyro, aber leider mussten wir ja im letzten Part Abschied von Leon Jr. nehmen. Turbodreher. Will ich dir Turbodreher beibringen? Nee, eigentlich nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir gegen einen Baldorfisch kämpfen, was Stachler einsetzt, ist sehr gering. Maschumai. Okay, okay. Das ist das, worauf wir mit Raihan hinarbeiten. Aber bis wir zu einem Maschumai kommen, das dauert noch ewig. Im Idealfall halten wir Raihan auch so lange. Das war kein Crit. Das war normaler Schaden. Wow. Okay, ich muss hoffen, dass HK das Maschumai jetzt one-shottet. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Der Crit könnte gemattert haben. Oh mein Gott. Der Crit könnte absolut gemattert haben. Das hätte so schief gehen können. Ein Bauchklatscher. Vor allen Dingen hätte es mich mit Karateschlag, nee, mit Fußtritt war es ja vorher, hätte es mich damit gecrittet, hätte ich im Instant mein HK verloren. Okay. Wir heilen unsere Mons, wir haben alle Trainer besiegt. Und dann geht's in den Einheitstunnel. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, glücklicherweise. Und da kann ich eventuell den ganzen Tunnel abhaken, bevor wir dann Richtung Azalea sind. Azalea? Ja, Azalea City gehen. Bam, 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 bam. Seht ihr, weshalb so spaßig und gleichzeitig auch gefährlich ist, eine Nuzlocke zu spielen? Es kann halt jederzeit passieren, dass man eins seiner wichtigsten Mons mit einem einzigen dummen Missplay oder mit einer Situation, die man nicht einschätzen kann, verliert. Und ich liebe diesen Kick. Ich liebe diesen Kick. In nicht vielen anderen Spielen mag ich das so sehr wie im Pokémon. Einfach nur, weil die Möglichkeiten ja auch fast schier endlos sind. Okay, wir müssen jetzt einen der beiden Zertrümmerer beibringen, damit wir an das Item dahinter kommen. Und ich bring's HK bei, einfach nur wegen Coverage. Ja, jetzt haben wir gar keinen Pokémon mehr, was den Angriff senken kann von Gegnern. Aber um eine Stufe ist sowieso nicht so brauchbar, wie ich es mir wünschen würde. Wir verlassen uns stattdessen auf den guten alten Sandwirbel von meinen Sandan. Noch ein Panzerfossil. Nee, wartet. War das andere, was ich habe? Ein Panzerfossil? Wenn ja, dann habe ich zwei. Ja, ich habe zwei Panzerfossilien. Mensch, was sind diese Odds? Das heißt, eins von beiden kann ich basically verkaufen. So, hier haben wir übrigens einen neuen Encounter. Macht euch bereit. Und es ist... ein Glumanda! Ein Glumanda wäre so gut. Und es hat keinen Indikator für eine schlechte Fähigkeit gezeigt. Okay. Es hat einen Odd-KP-Wert.
Weil es im grünen Bereich war, als ich Superzahn eingesetzt habe. Und er. Okay, ist okay. Ich werde Glumanda auf jeden Fall trainieren, Leute. Ich werde mir das absolut nicht nehmen lassen. Okay. Und ich bin bereit, dich zu fangen. Pokéball, Flieg und Sieg. Yes! Okay, Vulpix Eye, du kannst aus der Party gehen. Wir haben einen Glumanda. Du bist wieder ein Bankwärmer. Oh, das ist super. Wir haben einen freaking Glumanda. Leute, das ist so cool. Ich habe meinen ersten und zweiten Generationsrun jeweils mit einem Glurak beendet und ich bin dem so unendlich dankbar. Diesmal werde ich ihn nicht Laika nennen, so wie ich es in dem vorherigen gemacht habe. Ich werde ihn stattdessen Rexford nennen. Jurat T. Rexford ist einer von der dritten Generation von Holostars, Englisch. Und ich denke, er passt zu einem Glumanda. Okay, also ganz ehrlich, Glumanda ist... Ich kann fast mir nichts Besseres vorstellen. Außer ein Arcani. Oder ein Hundemon. Das ist aber auch nur, weil ich biased den beiden gegenüber bin. Wobei ein Arcani auch besser spielerisch wäre, aber... Und Kapalos wäre auch cool gewesen. Das hätte ich auch gern gehabt. Bin ich ehrlich. Okay, aber... Wir gehen erstmal nach oben. Da müsste nämlich ein einsamer NPC sein. Und dahinter müsste noch ein Untergrund sein, wo wir... ein Kokuna finden, jawohl. Wo wir eventuell noch das eine oder andere Item mitnehmen können. Ich wünschte, wir hätten Schutz. Wenn du Licht hast, brauchst du keine Angst vor Höhlen haben. Wenn du stark bist, brauchst du keine Angst vor meinem Pokémon-Team haben. Ich meine, ich habe ein nicht gerade gut ausgeglichenes Pokémon-Team, deshalb habe ich vor allen Angst. Und dann kommt er mit freaking Lapados. Ja, alles klar, guten Morgen. Kleiner Funfact für die Leute, die es nicht wissen. Die Vögel heißen ja im Englischen Articuno, Moltres und Zapdos. Und im Deutschen heißen sie ja Lapados, Arctos, Zapdos. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, das ist eine Anspielung auf Uno, Dos, Tres. Und es landet eiskalt erstmal wieder in Crit, so wie ich es gewohnt bin. Und natürlich Uno, Dos, Tres haben sie nicht ins Deutsche übersetzt, was ein bisschen schade ist. Deshalb heißen die alle einfach nur mit Dos am Ende. Okay. Ah, es hat nicht gereicht. Ich hätte doch für Ruckzuckip gehen sollen. Aber gut, wir haben dich. Puh, Lapados. Gefährlich. Also, du hast sogar recht gehabt damit, dass mein Team vorbereitet sein muss, um gegen dich zu gewinnen. Lapados hätte halt sehr nach hinten losgehen können. Vor allen Dingen, wir haben Lapados und Rayquaza jetzt schon getroffen. Das ist auch wieder ein wilder Part. Okay. Ich gucke erstmal nach Items hier. Da oben haben wir eins. Von Scarabon wäre so... Gott! Ich meine, ich habe ein Kampf-Pokémon. Das heißt, Scarabon wäre jetzt nicht das wichtigste Pokémon von der Priorität her. Aber ich hätte es halt sehr gern. Scarabon ist einer meiner Lieblings-Gen-2-Pokémon. Heißbrocken. Wenn ich einen Sonntag haben sollte, der wichtig ist, dann vielleicht. Staraptor wäre auch so cool, Leute. Staraptor ist so ein richtig gutes Durchspiel- und Competitive-Mon tatsächlich. Ein bisschen schwächer auf der Competitive-Seite, aber es ist immer noch gut genug, um tatsächlich Leute damit richtig abzufacken. Okay. Abgangsbund. Wilder Angriff. Okay. Ich gehe kurz raus und mich heilen und danach machen wir weiter mit dem Einheitstunnel. Bis gleich. So. Ich bin zurück im Einheitstunnel und wie ihr sehen könnt, habe ich Glumanda jetzt dabei. Glumanda sieht wie folgt aus. Es hat ein kauziges Wesen, also irrelevant. Und es hat die Fähigkeit Kurzschluss, maximiert nach einem Einstecken eines Volltreffers einen Angriff. Also den Angriffswert, nicht einen Angriff, sondern den Angriffswert. Das heißt, wenn wir von irgendwas gecrittet werden, haben wir
basically dreimal Schwertanz oder einmal Bauchtrommel eingesetzt auf unseren Glumanda. Und das ist eine gar nicht mal so schlechte Risk-Reward-Fähigkeit. Außerdem hatte Glumanda noch eine TM dabei, die ich mir noch nicht angesehen habe. Ich habe nämlich Glücksrauch einfach ausgerüstet. TM 63 und das war Blockbefehl. Kann ich das jemandem beibringen? Ich glaube nicht, weil es ein Käferangriff ist. Oh, Rayan kannst lernen, warum auch immer, okay. Hm, vielleicht in Zukunft, mal schauen. Okay. Ja, ich würde sagen, wir laufen los und bekämpfen dich. Ba, 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 bam. Unser Glumanda, unser Rexford, braucht nämlich ein paar XP. Bam, ba, dam, bam, ba. Kanvana. Okay, das kannst du garantiert nicht von dir aus besiegen. Das ist ein bisschen zu hoch im Level. Oh, wow, du wurdest vorgewarnt, dass ich Kratzer besitze. Ja, ich hoffe, du bist richtig bereit dafür. Ich hatte gerade kurz Sorge, dass es Verfolgung haben könnte. Verfolgung ist nämlich auch so ein mieser, kleiner Betrüger von einem Angriff, den der Gegner einsetzen könnte. Meinetwegen macht das, Kanivana. Du bist weg, bevor du überhaupt was machen kannst an dem Punkt. So, das war ein netter, einfacher Kill. Rexford erreicht Level 7 und er lernt direkt Glut. Sehr praktisch. Oha, und wer hätte gedacht, dass du so stark sein würdest? Ich nicht. So, dann kämpfen wir gegen dich. Du bist auf dem Weg nach Azalea City, richtig? Wollen wir mal sehen, ob du es bis dorthin schaffst. Das könnte jetzt mit dir hier enden, tatsächlich. Also, schauen wir. Schneebedeck. Boss Mia. Das Schneebedeck hat Sandsturm als Fähigkeit wild. Das dürfte ein One-Shot mit Glut sein, da Glut vierfach effektiv hittet auf Schneebedeck. Das ist nämlich Pflanze Eis vom Typen her und das ist eine so unglückliche Typenkombination, dass nur Mega Rex Blizzard tatsächlich eine Anwendung fand und normales Rex Blizzard halt die ganze Zeit im niedersten Tier gegammelt hat. Zapdos. Level 6, Level 6, okay. Ah, da gehen wir in Bay. Da haben wir die Donnershock Resistance und Schnabel dürfte auch nicht allzu viel machen. Ja, das sieht gut aus. Und ich bin sogar safe gegen den Sandsturm, was auch sehr praktisch ist. Dann können wir jetzt mit Giftstachel dich langsam aber sicher niedermähen. Wenn du nur schnabeln kannst. Du machst 3 und 4 Schaden. Man merkt halt einfach, es ist ein Legendary Burp, den wir hier als Gegner haben. Es ist ein Legendary Burp. Und damit ist es Geschichte. Zapdos kann an dem Punkt einpacken. Bam, 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 badam, bam, bam. So, kratzen wir es nieder, machen wir Feierabend. Okay, hätte ich gewusst, dass Kratzer so viel Schaden macht, dann hätte ich es früher eingesetzt. Und tschüss, Zapdos. Da, da, da. Rexford erreicht Level 9. Oh, du steigst hier so schnell auf, das gefällt mir. Und Bay erreicht Level 14. Ibitak als letztes Pokémon, okay. Ich hatte nie Glück mit Ibitak. Ibitak selber ist auch nicht so stark, das ist schon irgendwo nachvollziehbar, aber jedes Mal, wenn ich das in irgendeiner Nuzlocke gefangen hatte, dann wollte ich es natürlich auch irgendwo ein bisschen einsetzen und es hat nie überlebt. Es hat einfach nie überlebt und das war so traurig. Der Fakt, dass du mir gerade aber ein bisschen mehr Schaden gemacht hast, als mir lieb ist, der gefällt mir gar nicht. Wir wechseln deshalb jetzt in Bau und finishen das Ganze mit einem Pulverschnee. Und da kann mir auch dein Heuler egal sein, weil Pulverschnee ja ein spezieller Angriff ist, wie wir alle wissen. Los, Pulverschnee ist nieder. Heul mich meinetwegen gern noch einmal an. Bam, 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 bam. Ich find's gut, wie ausgeglichen unser Team jetzt langsam wird. Es war zu Beginn echt eine Tortur mit unseren ganzen Pokémon, die viel zu schwach gegen alles, was Richtung Pflanze und Wasser ging, betrifft. Und ja, jetzt sieht das doch nach was aus, womit wir uns auf dem Schlachtfeld messen können. Und X-Bad! X-Bad ist einer der universell einsetzbaren Pokémon überhaupt.
Ihr könnt halt Legend einfach einen X-Bart in euer Team nehmen und alles andere drumherum bauen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist genauso wie Akani. Das kann einfach so viele Rollen gleichzeitig haben. Klar ist es in keiner Rolle der absolute Überflieger, außer in Initiative. Aber Initiativrolle ist sowieso oftmals für Supporter geeignet. Wegen X-Bart seinen guten Typing ist es aber so, dass ihr es sowohl als Tank spielen könnt, wenn dann mehr so in die Support-Tank-Richtung, aber trotzdem als Tank, als auch als natürlich Sweeper, wenn ihr richtig Bock habt, mit Sturzflug und Matschbombe reinzuhauen. Und es ist so gut. X-Bart ist so ein verdammt gutes Pokémon, einer der besten Pokémon der zweiten Gen, no cap. Absolut zu Recht. Okay. Da unten haben wir noch einen Kampf. Und noch ein X-Bart. Okay, ich nehme das jetzt nicht mit, das X-Bart. Eins reicht mir. Unser Glumanda ist immerhin jetzt Level 10 und das ist ein vernünftiges Level, um hier wieder nur Trainerkämpfe mitzunehmen. Diese Zubat verwirren ständig meine Pokémon, die einen Superschall. Das ist zum Aus der Haut fahren. Nein, wir haben gerade gegen X-Bart gekämpft. Das ist schon ein bisschen cooler als ein Zubat, musst du gestehen. Kimberley mit deinem Pummeluff. Didi. Glut. Hm? Nicht schlecht. Gut, dass der Gesang daneben gegangen ist, sonst wäre es nervig geworden. Und damit ist Pummeluff down. Reichen wir Level 11? Jawoll. Tangolo. Oh, du spielst mir so in die Karten damit. Es sei denn natürlich, du kannst Antikkraft. Das will ich aber nicht sehen, dass du das kannst. Oh, fast ein One-Shot. Du kannst Umklammerung, das ist mir egal. Das kannst du sehr gerne machen. Senke gerne meine Initiative, das mattert an dem Punkt nicht mehr. Ich huste dich noch einmal mit Blut an und weg bist du. Wundervoll. Und Rexford erreicht direkt Level 12. Oh, das Power-Leveling ist so stark hier. Ausgebrannt. Und was haben wir hier? Mentalkraut. Hm. I guess. Kann man haben, aber nicht so wichtig. Ein Togekiss! Vielleicht sogar das stärkste Pokémon, was man hier fangen kann. Oh mein Gott, Togekiss. Ebenfalls super versatil. Ah, da oben ist noch was. Okay. Ein Schilderus. Hey, wir haben das Panzerfossil zweimal in der Tasche. Das wäre das, was eigentlich bei Schilderus rauskommen würde. Wenn wir es denn tatsächlich nicht randomized hätten. Großlinse. Okay. Müsste die Genauigkeit erhöhen. Könnten wir, falls wir irgendwann mal wieder Ogami ins Team nehmen sollten, Ogami dann geben, damit wir Übereifer irgendwie kontern. Auf der Suche nach Pokémon habe ich das ganze Land durchwandert. Sammelst du auch Pokémon? Dann bist du mein Rivale. Wow. Jasmine. Oh, Pachirisu. Oh, oh. Ist das etwa ein ehemaliges Champion-Pokémon? Und das meine ich nicht mal als Scherz. Es hat jemand im VGC, also offiziellen Pokémon-Turnier, damals, ich glaube 2015, mit Pachirisu gewonnen. Und das ist... Das ist eine Hausnummer, weil dieses kleine Eichhörnchen wirklich alles andere als stark ist. Hm. Ich musste meinen Angriff jetzt auf Rauchwolke ändern, weil sonst hätte mich die Geduld getötet. Hätte ich noch einmal angegriffen. Und das halt auch basierend auf all anderen Pokémon, die ich dann eingesetzt hätte. Du elendiger Nager. Hm. Wer könnte das ganz gut tanken? Eigentlich jeder. Ich würde sagen, ich gehe im Bau. Du hast sicherlich keinen Donnerschock oder Funkensprung. Geduld ist halt anfangen, wenn man die Pokémon nicht one-shotten kann, wirklich gefährlich. Aber später dann nicht mehr. Wenn man dann viel zu einfach drumherum spielen kann. Dann hat man beispielsweise so tolle Angriffe wie Wirbelwind oder Brüller. Und dann hat sich Geduld auch sowas von erledigt. So, und damit
haben wir Jasmine besiegt. Uff, mein armes Pokémon. Danke für die 1400 Pokédollar. So, was haben wir hier? Wahrscheinlich ein Hidden Item, aber werde ich mir jetzt nicht die Mühe machen, herauszusuchen. Da unten haben wir garantiert noch was. Und dann sind wir auch schon durch mit dem Einheitstunnel. Dann haben wir zwar noch ein paar Trainer außerhalb des Tunnels, aber die mache ich dann beim nächsten Mal. Ich würde nämlich vorher nochmal... Nee, ich würde nicht heilen gehen. Ich würde es dann as is nehmen. Wenn hier nichts liegt, ne? Ich bin mad. Ne? Okay, du rempelst mich an. Was soll das, Kumpel? Na gut. Auf die andere Seite. Ein Tangela. Gut, dass wir das nicht bekommen haben. Tangela an sich super okay, vor allem fürs Durchspielen, aber wir haben einen Glumanda. Togekiss. So ein gutes Buch. Okay, jetzt gib mir aber eigentlich das Item, damit ich den Part beenden kann. Come on! Ah, Schilderos. So. Und es ist Stabilmulch. Stabil. Na gut. Einfach nur lächeln. Habt ihr es gerade gehört? X-Parts Ruf klang ähnlich zu dem von Glumanda. Anyway. Wir sind raus aus dem Einheitstunnel. Auf der nächsten Route, wo wir natürlich auch wieder einen weiteren Encounter haben. Die Encounter, die kommen uns einfach hier so zugeflogen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ich freue mich schon absolut darauf, die nächste Arena zu erleben und die ganzen Encounter hier drumherum abzugreifen. Die zweite Generation macht einfach so viel Spaß als Nuzlocke. Anyway, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin, macht's gut.